ich sage, das ist auch bei Basel. Weil er fest vorher haben sie den Finger abgedrückt von der Nacken. Er war so nett, er hat zu mir gegeben. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Also, Herr Langenfels, woher haben sie die Finger abgedrückt? Okay, er hat gerade im Flur eine Flasche angefasst, die habe ich dann zur Analyse gebracht. Aber das ist ja total egal, diese Fingerabdrücke werden schon den Nacken überführen. Egal ist es nicht, es wirkt nämlich fast so, als hätten sie sich die Fingerabdrücke auf illegalem Wege verschafft. Vielleicht. Aber Ihnen ist doch klar, als Polizeibeamter, dass illegal. Illegal erlangte Fingerabdrücke ich hier nicht als Beweismittel verwenden kann. Aber irgendwas stimmt doch mit diesem Zeugen trotzdem. Und er lügt in seiner Aussage. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass mir jemand eine Falle gestellt hat. Und das war er. Oh Mann, ich glaube, ich bin der voll in die Scheißverschwörung gewonnen wollen, oder? Ihr teilt euch alles so, wie ihr Bock habt, ne? Oder alles, wie ihr das braucht, oder? Also bevor wir hier weiter spekulieren, ich nehme die Sache jetzt mal selber in die Hand. Also Sie spekulieren darauf, dass der Herr Hagner die Kelle ja eigentlich gekauft hat und dass er aus diesem Grund persönlich sein Motiv gegen Ihren Kollegen Pieter Nandros mal abkündigt. Genau, das ist, so sieht es nämlich auch aus. Ich setze ihn jetzt mal mit der JVA in Verbindung, ja. JVA Siegburg, in der damals die Kelle ja eigentlich den Selbstmord begangen hat, ja. Und wenn der Hagner nämlich tatsächlich irgendeine Verbindung zu der Vereinigung hat, vielleicht hat er dann sie mal ein bisschen. Ich kenne ja, ihn gar nicht. Holt hier, Vorsitzender Richter. Ich bin hier gerade in der Kaster. Sind Sie jetzt in Siegburg? Ah ja, umso besser. Hört hier wohl ganz dringend von Ihnen Informationen. Es geht um eine Kellereinig, die ist bei Ihnen vor 3 Jahren mal eingesessen. Genau, richtig. Und die Dame hat in ihrer Zelle Selbstmord begangen. Können Sie gerade mal überprüfen, wer diese Vereinigung während der Haftzeit besucht hat damals? Also nur ein Besuchschein. Und auf welchen Namen? Und sonst hat sie niemand besucht, da sind Sie sich ganz sicher. Und der Beamte hat heute auch Dienst. Super gut, dann hören Sie mal mein Folgendes. Dann faxe ich ihm gerade mal ein Foto durch. Ich habe nämlich ein Foto von einer Person, die in Betracht kommt, eben als dieser Besucher. Genauso war das gemeint, ja. Und dann höre ich also gleich wieder von Ihnen. Wunderbar, danke, bis gleich. Also folgendes, die Frau Kelly Reining, die hat während der ganzen Haftzeit nur von einer Person Besuch bekommen. Es gab nur einen Besuchschein, der ausgestellt worden ist, und zwar auf den Namen Leandros Hellmann. Da hat ja nichts damit zu tun. Ich kenne die Frau nicht und das bin ich ja nicht, ne? Das ist ja klar. Das kann aber nicht sein, hört ihr dann schon diese Drohung? Er hat mir eben gesagt, dass der Beamte, der damals diesen Besuch überwacht hat, der hat heute auch Dienst. Und ich lasse dem jetzt mal dieses Foto zukommen. Es kann ja sein, dass der sich da an den Besucher von Vereinig erinnert. Ja. Und sobald der Beamte sich das Foto angesehen hat, bekomme ich dann eine Rückmeldung. Ja. Das wird eine halbe Stunde ungefähr in Anspruch nehmen. Ich würde sagen, also zunächst mal bleibt der Landkreis unvereinigt. Comment kayo mga langka. Ayan, thank you so much for the 26 viewers. Wow, I feel sleepy. Oh my goodness.